Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Heute reden wir über die Raids. Es ist Montagvormittag. Hatten jetzt das Wochenende Zeit, die Raids zu testen, zu spielen, zu zocken, unsere Meinung drüber zu bilden. Wir waren auf Raid Tour, haben Despotas Galaxus gejagt. Und ich habe euch auch eine Frage gestellt, eine Umfrage. Ergebnisse können wir uns eigentlich gleich anschauen. Bisschen überraschend, vor allem wenn ich die ganzen Kommentare durchlese. Die waren eher negativ die letzten paar Tage über die Raids. Und die Umfrage hingegen sehr, sehr stark, sehr, die Mehrheit ist für gut, für saftig. Und nur sehr, sehr wenige haben schlecht angegeben. Was mich halt sehr überrascht, wegen den Kommentaren eben. Da die Raids doch immer noch recht große Probleme haben, es nicht optimal ist, finde ich. Also ich persönlich finde Raids eigentlich gut. An sich das Grundkonzept, aber hat halt doch echt noch ein paar Sachen, die ausbaufähig sind, die mir so nicht gefallen. Aber darüber reden wir gleich. Vielleicht noch ganz kurz am Anfang ein paar Infos, allgemeine Infos, ein paar Fragen, die noch offen stehen bei manchen, bei vielen. Raids kann man ab Level 25 machen. Hat angefangen bei Level 35, aber wurde im Verlauf des Wochenendes immer weiter runtergesetzt. Am Freitag, glaube ich, auch runter auf 31, dann am nächsten Tag 29 oder 28 und dann jetzt 25 ist das Minimum Limit. Und nochmal zu den Zeiten. Die Eier beginnen. Die Eier, also nicht die Raids, die Eier. Beginnt von 9 bis 9 Uhr, gibt es Eier. Und manche haben gesagt, nach 9 Uhr haben sie immer noch Raids gemacht. Und die haben mir nicht gründlich zugehört. Ich habe gesagt, die Eier können noch auslaufen und Raids können immer noch danach stattfinden. Aber es kommen nach 9 Uhr keine neuen Eier dazu. Also Eier kommen nur von 9 bis 9 Uhr. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Und die Eier haben natürlich wie die normalen Eier gute IVs. Minimum zweitbester Satz. Und ich habe auch zwei Kollegen, die haben bereits einen 100% Despota, also schon nicht schlecht. Und dann gibt es natürlich die Items, TMs. Dazu haben wir ein Video gemacht gestern, schaut das euch an. Sonderbonbons sind so wie universelle Bonbons für jedes Pokémon. Dazu machen wir wahrscheinlich auch noch ein Video. Und dann die goldenen Himbeeren. Bisher noch relativ nutzlos, aber die werde ich auch nochmal gründlich testen. Ja, schauen wir uns mal beide Seiten an. Fangen wir mit den guten Sachen an. Da haben wir natürlich, meiner Meinung nach, dass es halt einfach Spaß macht. Das ist halt echt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Klasse Raid findet statt, Klasse Raid Boss. Und man lässt alles stehen und liegen, um dahin zu gehen. Und man muss auch Freunde rufen, ein paar Kollegen. Alleine schafft man es nicht. Das finde ich echt cool. Ist auch ein Nachteil, über den wir gleich reden werden. Aber an sich finde ich das eigentlich ziemlich cool. Erinnert mich an eine Schlägerei oder so. Man muss dahin und es werden Kollegen gerufen, hier und da. Jeder kommt dahin und wer nicht kommt, der von dem weiß man, der hat nicht den Rücken. Und an sich echt eine coole Funktion, bringt auch echt mehr Wind, Schwung in das Spiel. Es werden überall Leute tauschen sich aus, neue Connections werden gemacht und Gruppen, WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, also es hat auf jeden Fall frischen Wind ins Spiel gebracht, was sehr gut ist. Und für YouTuber natürlich sehr, sehr saftig. Man hat immer Videomaterial. Ich kann jetzt eigentlich jeden Tag ein Despotar-Video bringen. Ich hatte davor zwei, bin auch nur zwei begegnet in den 4 Monaten, seitdem Gen 2 draußen ist. Und jetzt kann ich halt jeden Tag ein Despotar, ein Galaxo-Video bringen. Was gleichzeitig aber auch der Nachteil ist, weil Raids momentan echt zu häufig sind. Die sind echt überall und das nimmt echt komplett den Reiz weg. 1er, 2er und 3er Raids werden überhaupt gar nicht gemacht. Und 4er Raids echt nur eigentlich Despotar. Ab und zu Galaxo und kaum Lapras. Der Rest, dieser Flora, Turtok, Glurak, Glitzeragos, wird von meinen Leuten und den Leuten, die ich kenne, eigentlich gar nicht gemacht. Weil die halt echt so häufig sind, dass man echt noch auswählen kann, wohin man geht. Und das negiert eigentlich auch den ersten Punkt, den ich gebracht habe, dass es Spaß macht und eigentlich was Geiles ist, wo alle Leute hinkommen. Weil die sind echt überall. Das nimmt echt so hart den Reiz. Habe ich auch in den Kommentaren gelesen, das ist eines der größten Beschwerden von euch. Der zweite große Negativpunkt, Kritikpunkt ist halt, dass man mehr Leute braucht und die nicht immer zusammenkommen. Ich hatte bisher zum Glück keine Probleme, aber ich kenne auch halb München eigentlich. Und selbst in München gibt es sehr oft Fälle, wo nicht genug Leute zusammenkommen. Also ich habe sehr viele Kommentare von Dorfspielern gelesen, dass ihr gar nicht mal mehr genug Leute seid. Und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und selbst in München ist es so, dass nicht genug Leute hier und da zusammenkommen und der Raid Pass dann verschwendet wird.
Aber wir sind zwei Jungs begegnet, zwei Jüngeren. Die haben einen Level 3 Raid gemacht, zu zweit gegen einen Simsaler. Haben es nicht geschafft, haben abgebrochen, sind rumgelaufen und haben Leute gesucht. Aber die Leute hatten halt keinen Bock, ihren Raid Pass sozusagen zu verschwenden für nur einen Simsaler. Was halt eben schade ist. Und das ist halt irgendwie der Schwachpunkt, dass man halt echt nur die Despoter und Galaxy Raids macht und den Rest komplett ignoriert, weil der komplett sinnfrei ist eigentlich. Allgemein finde ich die Belohnungen nicht so attraktiv, meiner Meinung nach. Also ich war eh nie ein großer Attacken-Fan, also ich habe nie groß auf die Attacken geachtet. Dementsprechend finde ich die TMs auch nicht so interessant. Die anderen natürlich eher, aber für mich geben die Raids halt jetzt nicht so viel her, dass ich jetzt unbedingt mehrere Raids am Tag machen will und auf Raid-Touren gehe, so wie die anderen. Ein Raid am Tag reicht mir vollkommen. Dementsprechend eigentlich ein Despoter am Tag, das ist echt mehr als genug. Also bereits das ist schon zu viel und jetzt, die machen 5-6 Raids am Tag, 5-6 Despoter und Galaxus am Tag, also übertrieben. Und das kostet natürlich auch Geld und dementsprechend, manche sagen, Pokémon entwickelt sich zu einem Pay-to-Win-Game. Ich bin, wie ihr wisst, Free-to-Play. Dementsprechend schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird, kann ich noch nicht so sagen. Ich meine, ja, die Leute, die mehr zahlen, haben dadurch mehr Sachen, aber das war bisher auch so mit Inkubatoren und so. Jetzt ist halt der Vorteil noch größer und vor allem schneller generiert man den Vorteil. Aber dadurch, dass Pokémon gar kein Ziel hat, beziehungsweise jeder seine eigenen Ziele, hält sich das noch in Grenzen. Ich meine, wenn später zum Beispiel Player vs. Player rauskommt und der andere dadurch dann einen Vorteil hat, weil er mehr Despoters zum Beispiel hat, bessere Pokémon, stärkere Pokémon, dann ist es auf jeden Fall Pay to Win, aber momentan so wie Pokémon strukturiert ist und es keine Ziele gibt, ist es mir persönlich relativ egal. Es ist halt nicht Pay to Win, sondern Pay to Play, also Pay to Have Fun sozusagen. Meiner Meinung nach momentan noch. Schauen wir mal, wie sich es entwickeln wird und schauen wir mal, wie sich die Raids entwickeln werden, weil so kann es eigentlich echt nicht weitergehen und so will ich es auch nicht, dass es weitergeht. Weil so ist echt viel zu viel. Ich habe echt null Reiz an den Raids. Und der dritte Punkt, der ist mir zum Glück noch nicht passiert, ist, dass es halt noch sehr buggy ist, sehr viele Fehler hat. Viele von euch haben geschrieben, dass sie sich angemeldet haben für den Raid und dann gar nicht ins Spiel reingekommen sind und dadurch den Pass verloren haben. Da kann ich euch echt nicht weiterhelfen, ist mir noch nie passiert. Tut mir echt leid, aber am besten an Niantic wenden und dann vielleicht kriegt ihr eine Erstattung. Man weiß nie. Aber das war meine Meinung, kurz nochmal zusammengefasst. Raids an sich, coole Idee, haben Potenzial, aber so wie sie momentan sind, wecken die mein Interesse nicht sehr großartig. Mehr als das Minimum am Tag, den einen freien Raid werde ich nicht machen. Ich werde nicht auf Raid-Touren gehen und mehrere machen. Die anderen können es machen, ich bevorzuge immer noch Scanner-Touren. Ich gehe lieber auf Scanner-Touren und sammle da meine Bonbons. Und schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird, ob Niantic das so lassen wird, ich hoffe nicht. Oder ob die das noch anpassen werden, weniger Raids und andere Preise, da irgendwie noch ein paar Sachen ändern werden, schauen wir mal. Ist alles noch in der Beta, alles noch in der Testphase, also lassen wir uns überraschen, gibt noch nicht so schnell die Hoffnung auf. Auf jeden Fall hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr nochmal von den Raids haltet und zum Beispiel was für Veränderungen ihr sehen wollt, wie die das verbessern könnten und wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.